Tilene ein bisschen gerade. Das ist sehr gerade. Und sie hat uns jetzt noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns, also mir und der Küche, nein, und Hella natürlich, aber sie schläft gerade noch, wie sie es am liebsten tut. Aber das hat sie auch verdient, weil sie hat gerade eine schwere Zeit, die sie durchmacht. Und dafür ist aber heute ein guter Tag, um sie mal wieder etwas aufzumuntern. Denn, Leute, wir haben ganz lange drauf gewartet, also Hella und ich, haben uns ein Auto gekauft. Hella hat ja bis jetzt immer das Auto ihrer Eltern gefahren und ich bin das Auto meiner Eltern gefahren. Und vor einiger Zeit hat dann Hellas Mutter ihr Auto verkauft und dann hat Hella kein Auto mehr gehabt und ich bin sie die ganze Zeit rumkutschiert. Deshalb haben wir unser Erspartes genommen und uns ein eigenes Auto gekauft. Unser allererstes ganz, ganz eigenes Auto. Ich bin so gespannt. Wir warten jetzt schon seit Monaten darauf und heute ist der Tag gekommen, an dem wir es endlich abholen dürfen. Welches Auto das genau ist, seht ihr später. Jetzt muss ich hier aber erstmal klar Schiff machen. Ich habe nämlich gestern für uns gekocht, wie man sieht, so einen vegetarischen Burger und Süßkartoffelpommes. Und irgendwie waren wir gestern Abend mal wieder zu faul, das wegzuräumen. Deshalb mache ich das jetzt mal und danach wecken wir Hella zusammen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass es heute für Hella Frühstück ans Bett gibt, als kleine Überraschung. Das habe ich noch nie für sie gemacht, also sie wird sich, glaube ich, richtig freuen, weil sie hat schon mal so das ein oder andere Mal geäußert, dass ich das doch mal machen könnte. Ich glaube, heute ist ein guter Tag dafür, damit sie gut in den Tag startet und direkt mal wieder gut gelaunt ist. Jetzt muss ich nur gucken, was es gibt. Die Avocados sind leider noch nicht reif, sonst hätte ich jetzt so ein nices Avocado-Bread gemacht. Aber dann werde ich einfach so ein bisschen Banane klein schneiden, ein paar Äpfel schneiden, ein Brot machen und ich glaube, ich mache Spiegeleier. Das Rührei ist schon am Kochen, Leute. Ich sag's euch, es wird ein Premium-Deluxe-Frühstück, denn ich werde jetzt hier noch so eine Bowl machen. Die liebt Hella nämlich, wie man sieht, ist sie auch schon fast leer. Eigentlich sollte ich die essen, weil die extra viel Proteine hat, aber Hella isst mir die einfach weg. Und jetzt habe ich mir noch was Specialiges überlegt, da werden schon die Äpfel geschnitten. Ich werde das Ganze auf diesem Teil servieren, das ist so ein Ding von Ikea. Das benutze ich sonst eigentlich zum Arbeiten, das kann man nämlich so aufklappen, zack, zack. Wenn ich dann hier auf dem Sofa sitze, kann ich perfekt arbeiten. Da stelle ich nämlich einfach meinen Laptop hier drauf und kann hier schön arbeiten, während ich irgendwie noch dabei Netflix gucke oder so. Heute wird es aber Sprachenlernen Bubble. Zweckentfremdet. Oh mein Gott, was war das denn für ein komisches Wort? Auf jeden Fall werde ich darauf Hella das Essen servieren, damit sie das richtig nice im Bett essen kann. Jetzt muss es nur noch fertig werden. Es sieht schon sehr delicious aus. Ich habe hier dieses Ei-Topping drauf getan. Perfekt für Rührei. Und jetzt schneide ich noch eine Banane für die Bowl. Das kommt dann als Topping da oben drauf. Okay, Friends, ich glaube, das reicht nicht für eine ganze Bowl. Deshalb werde ich doch eine andere Sorte nehmen. Deswegen nehme ich Mango Mia und Apfel Prince. Zu guter Letzt kommt hier noch ein Tee. You and Me Forever Pony Power mit Hella und Valentina drauf. Ist heute ein Apfeltee zum Frühstück. Oh, guckt man einmal nicht hin, schon ist es bis oben hin voll. Und da ist das gute Frühstück. Ich bin richtig stolz auf mich, was ich hier gezaubert habe. Hier die gesunde Snackbar und dazu natürlich diese wunderschöne Bowl, die ich gezaubert habe. Mua, vom Feinsten. Und was Hella auch richtig liebt, ist Toast mit Chocolate drauf. In diesem Fall diese Happy Hazel. Oh, Happy, das passt sehr gut. Und dann das Rührei. Damit gehen wir jetzt mal nach oben. Mal gucken, ob ich das schaffe, ohne dass was runterfällt, weil die Tomaten, die rollen bestimmt auf der Hälfte des Weges schon runter. Naja, sonst wacht Hella halt auf von dem Gepolter, wenn ich die Treppe runterfalle. Psst, müssen ganz ruhig sein. Guten Morgen. Was ist das denn? Das ist Essen ans Bett. Ja. Als wenn. Doch. Oh mein Gott. Das ist ja richtig nice. Hast du das für mich gemacht? Nee, für mich. Ich esse das jetzt selber auf. Was sagst du? Oh mein Gott, das ist so süß. Das ist echt das Süßeste, was jemand für mich gemacht hat. Wie nice, einfach nur. Jetzt fehlt nur noch die Fernbedienung, ein bisschen Licht und Netflix. So kann der Morgen doch perfekt starten, oder? Oh mein Gott, als wenn ich das alles essen könnte. Dankeschön. Heute ist ein besonderer Tag, Hella, denn was werden wir machen? Wir werden das neue Auto abholen. Ja! Wie spät ist es überhaupt? Um 10 Uhr haben wir den Termin. Es ist halt auch schon 9.23 Uhr. 9.23 Uhr? Mhm. Oh, dann müssen wir schnell essen. Und Netflix auf mal 2 Geschwindigkeit, damit wir die Serie noch weiterschauen können. Ich habe mir so richtig viel Mühe bei dieser Bowl gegeben und Hella isst einfach diese Gurke lieber. So frech. Dieses ganze Rührei habe gefühlt ich aufgegessen. Aber das Gesunde ist alles weg. Also nächstes Mal mache ich nur so einen gesunden Plate. Ich wollte dir eigentlich diese Peanut Butter Bowl machen, aber die hast du einfach schon fast komplett leer gegessen. Doch. Doch. So Leute, wir müssen jetzt los. Hella, mach dich schnell fertig. Und dann fahren wir schnell los. Also wir haben jetzt gefühlt kein Fernsehen geguckt, weil es doch sehr spät einfach ist. Einfach keine Zeit. Nee.
Du musst es runternehmen. Sie ist gefangen von ihrem Frühstück. Wirklich gefangen. Ja. Das war doch ein schöner Start in den Morgen. Das freut mich. Dann kannst du jetzt so weitergehen. Ja. Ich freue mich so auf das Auto, Hella. Eine Minute, 37 Sekunden später. Let's go, wir sind sehr spät dran. Ich freue mich so. Gut, dass du saubere Schuhe anziehst. In unserem Auto werden keine Stallschuhe mehr angezogen. Ja. Verlegenes Lachen von Hella. Ja, ich meine es ernst. Hier, ich habe extra nagelneue Schuhe. Die ich anziehe. Ich nicht. So nagelneu sind die auch nicht, aber ich ziehe die nur zu besonderen Anlässen an. Hier ist das Autohaus. Wir sind da, endlich. Woo! Ich freue mich. Wir mussten jetzt auch echt länger warten als gedacht. Eigentlich hätte es ja Ende Januar schon ankommen sollen. Welches dieser ganzen Autos ist es denn? Es ist keins, was hier jetzt gerade steht. Man könnte denken, es wäre ein Kia, aber es ist kein Kia. Es ist auch kein Opel. Wow, wow, nice, sehr nice. Let's go. Leute, unser erstes eigenes Auto. Es ist so schön und lässt sich so gut fahren, aber es war so unangenehm. Diese Frau dachte, wir können gefühlt gar kein Auto fahren. Ich habe das halt erstmal nicht anbekommen. Und sie so, ja, ich helfe noch mal kurz. Nein, das war schon an, nur man hat es einfach nicht gehört, weil das so leise ist, weil es ist nämlich ein Fiat 500 E. Und das E steht für leise. Nein, für Elektro natürlich. Was jetzt? Mach hier einfach komische Nein, der steht auf Auto. So, ja. Und dann ist er auf Auto. So. Ah ja, perfekt. Und jetzt düst und los. Jetzt geht, ja. Ja, der geht von selber. Einfach so fahren, als wenn das das erste Mal in meinem Leben wäre. Ist so, bei einem neuen Auto hat man das Gefühl, man kann kein Auto mehr fahren. Ja, ne? Man hat so Angst, was falsch zu machen. Weil man diese ganzen Einstellungen halt auch noch nicht kennt. Wie fährt es sich? Sehr angenehm. Vor allen Dingen auch noch automatisch, das ist halt auch sehr gut. Keine Schaltung. Das Auto, was Hella nach ihrem Führerschein gefahren ist, war ja auch ein Fiat 500. Ja, aber genau. Kein E-Auto. Und jetzt? Und der ist halt wirklich schon viel komfortabler. Lackschuh hier. Einfach alles richtig schön poliert und richtig nice. Jetzt müssen wir das Auto echt sauber behalten. Ja. Das finde ich auch so cool, dass wir unser Handy hier einfach reinlegen können und dann lädt das. So, sehr gut. Wir müssen das Auto erstmal richtig kennenlernen. Ja, das ist immer das Schwierige. Unser neues Familienmitglied. Müssen wir geradeaus? Links. Also, ich habe eine Idee, Hella. Ich glaube, wir müssen einfach mal 24 Stunden direkt in dem Auto verbringen, damit wir das Auto richtig kennenlernen. Ich glaube, danach wird es halt schon direkt dreckig und unordentlich sein, aber... Vor allem hier drin schlafen oder was? Ja? So groß ist sie jetzt auch nicht. Ja, aber dann zeigen wir mal, was man alles mit diesem kleinen Auto machen kann. Nicht heute, Leute, nicht heute. Aber vielleicht die nächsten Tage. Ja, sehr vielleicht cool. Nächste Woche. Leute, hier steht's. Made in Torino. In Italy. It's made in Italy. Ein italienisches Auto. Fährst du schnell? Guck mal, der blinkt sogar, weil Hella 58 fährt und eigentlich darf man hier nur 50 fahren. Oh. Nicht schon wieder geblitzt werden. Ich wurde ja mit dem Auto von deinen Eltern geblitzt. Echt? Eigentlich, ja. Was? Ja. Das hast du mir auch noch nicht erzählt. Wir fahren jetzt vor allen Dingen erstmal zu meiner Fam. Und zeigen dir das Auto. Wir brauchen hier noch so eine Kamerahalterung. Aber das ist schon ganz gut so. Naja, wir müssen hier sowas installieren, dass wir hier so eine Kamera aufstellen. Wieso gibt's das nicht? Ich hätte mal sagen sollen, wir kaufen nur ein Auto mit installierter Kamerahalterung. Ja, es gab auch noch hier ein bisschen Shampoos für uns. Also ich muss sagen, ich habe hier richtig gut Platz. Und man kann immer noch weiter nach hinten, aber jetzt sind die Reifen ja da. Leute, dieser Baumstumpf wird einfach immer neu verkleidet. Passend zu Karneval. Aber wir sind auf jeden Fall gleich bei meinen Parents. Bin gespannt, was sie dazu sagen. Probier mal die Hupe aus. Ich trau mich nicht. Los. Das darf man nicht. Los. Wuhu. Meine Mom ist schon da, mein Vater ist da. Alarm klatschen. Okay, wie kriegt man diese Tür auf? Ach hier. Oh mein Gott. Richtig fresh. Hier ist die Tür, die geht so auf. Aha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Von innen drückt man auf diesen Knopf. Und dann geht sie auch wieder auf. Ah, cool. Und wir haben jetzt auch die Reifen mal hinten rausgenommen. Jetzt sieht man mal den Kofferraum. Ist nicht riesig, aber es reicht für Hellas Reitsachen, die hier eigentlich nicht rein sollen. Müssen die noch irgendwie so auskleiden, damit die ganzen Pferdehaare da nicht drin bleiben. Ja, das stimmt. Oder einfach so eine Tüte. Ja, das hier ist das Ladegerät. Und jetzt haben wir hier noch zwei Sitze. Da können wir noch Leute mitnehmen. Und als erstes würde ich sagen, fährt meine Schwester mit. Komm her. Mal gucken. Ist nicht so viel Beinfreiheit da. Beinfreiheit. Muss ich da durch den Kofferraum? Nein, nein, durch die Beifahrertür hier. Ja. So, jetzt musst du hier oben. Schick. Genau. Pass auf deine Beine und Knie. Sind meine Füße auf. Sauber? Ja. Okay. Ja. Die Reinigung zahlst du später. Ja, ja. Erste Reinigung geht schon mal auf Elena. Sehr gut. Wie viel Platz hast du noch? Nicht viel. Also, setz mal hier rein. Oh mein Gott. Einfach ein Mini-Auto. Also es ist kein Mini, sondern ein Fiat. Mach erstmal vielleicht die Lehne ein bisschen gerade. Das ist sehr gerade. Mach mal ein bisschen schräger wieder. Und dann kannst du dich so ein bisschen nach hinten lehnen, genau. So. Und dann noch ein bisschen nach hinten schieben. Jetzt hat Elena Platz. Ein bisschen Platz habe ich noch hier. Ja, ja, weiter. Okay, stopp.
Geht das? Ja, für mich ist perfekt. Okay. Richtig, ja, sehr nice. Easy. Wuhu. Für Elena juckt's nicht. Wuhu. Okay. Die Tür schließt automatisch. Sehr nice. Los geht's. Nice. Okay. So komplett überfordert sein. Dann drehen wir mal eine kleine Runde. Oh mein Gott. Alter, der kann so anziehen. Ja, das ist halt Elektro. Der hat direkt die volle Power. Was sagst du als Beifahrerin? Wir sind jetzt eine Runde gedüst. Und richtig nice Karre. Geht das auch da hinten, also mit dem Quads? Ja, also mehr als ich gedacht hätte. Fresh. Fresh. Richtig cool. Ich bin richtig stolz auf unser neues Auto. Ich auch. Unser neues schön. Familienmitglied. Es braucht noch einen Namen. Schreibt mal einen Namen in die Kommentare. Torino. Torino? Torino. Unser kleiner Torino. Gar nicht schlecht. Vielleicht nennen wir ihn Torino. Ihr könnt ja noch mal ein paar Namensvorschläge in die Kommentare schreiben und dann drehen wir mal dieses 24 Stunden im Auto-Video und dann entscheiden wir uns. In dem hier? Ja. Ja, okay. Meinst du, es wird? Schaffen wir das? Ja, hier kann einer schlafen. Ja. Ja, und der andere, der muss wach bleiben. Das ist übrigens das erste Auto von meiner Schwester. Und sie hat uns jetzt noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich hoffe, Geschenk. Nicht, dass wir dafür gleich noch bezahlen müssen. Wenn man aus dem Stall kommt, damit der Sitz nicht dreckig wird, einen Sitzüberzug. Sehr nice. Mal gucken, ob der darüber passt. Okay. Sieht man den hier so an? Ich krieg hier seinen Pulli. Sehr gut. Ohne den fährst du nicht los. Aber das musst du natürlich auf dem Fahrersitz dann, oder? Ja. Je nachdem, wo. Aber gleich fahre ich sie, deswegen. Sind noch ein paar Haare von meinem Pferd dran, die schenke ich euch dazu. Oh no. Dankeschön. Ich würde sagen, es ist verboten, mit dem Auto in den Stall zu fahren. Das habe ich mit meinem, wollte ich das auch nur mit Sitzüberzug machen, inzwischen fahre ich auch so. Oh. Oh. Wir sind wieder zurück beim Autohaus, wir geben das Auto zurück. Das hat uns nicht gefallen. Nein. Wir holen das andere Auto ab, aber wo steht das? Das haben wir da vorne irgendwo geparkt. Es regnet auch nicht mehr, Hella, keine Panik. Ja, Hella will jetzt in den Stall. Ich darf jetzt mit diesem Auto weiterfahren. Wir treffen uns aber zu Hause. Tschüss. Oh Mann, erste Fahrt alleine. Stell mal das Hütchen da weg. Da steht ein Hütchen, ich musste halt durch. Danke. 12 Sekunden später. Unter anderem deswegen haben wir uns ein neues Auto gekauft, weil das hier dauernd nicht angeht. Wir sitzen hier mal wieder fest. Ja, schau dir das Auto an. Geht's nicht an? Nein. Mann, was ist doch mit diesem Auto los? Ich weiß es auch nicht. Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott. Er hat das Auto wieder anbekommen. Er hat einfach so eine Schraube da so festgemacht. Ja, in der Batterie. Angst, die Schraube. Jetzt fühle ich mich richtig wie so ein Kfz-Mechaniker. Ich habe halt null Ahnung von Autos. Also mir meinte so ein Typ aus der Werkstatt, dass ich einfach mal bei der Batterie so eine Schraube drehen soll. Ja, das hat geklappt, Leute. Ich bin ja jetzt Kfz-Mechaniker, Tom. Das Auto ist so oft nicht angesprungen. Und wenn das der Fehler war, dann wäre es natürlich Premium. Wir hatten schon Angst, dass die Batterie kaputt wäre. Alles wieder gut. Weiter geht's. Wir sind wieder zu Hause mit unserem kleinen Flitzer. Macht sich gerade fertig, ja. Da ist sie. Und jetzt machen wir uns noch einen schönen Abend auf unser neues Auto. Ja. Was sagst du zum neuen Auto? Es ist einfach so schön. Es ist wirklich ein richtig schönes Auto. Ich liebe diesen Fiat 500, ja. Dann auch noch E und in Schwarz. Schöner geht's halt nicht. Ja, wirklich. Und dann auch noch so eine schöne Frau auf dem Fahrrad. Ja. Oh. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, nächste Woche. Vielleicht dann ja auch schon 24 Stunden in diesem Fiat. Das müssen wir eigentlich echt machen, das ja. Ist wirklich witzig. Ich habe nur Angst, dass der danach komplett dreckig und keine Ahnung. Ja, gerade neues Auto und direkt eingesaut wahrscheinlich am Ende. Naja, mal schauen. Ihr seht es nächste Woche dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.